zu sehen war eben Light Asylum. Eine Band, die ich erst vor 2, 3 Jahren entdeckt habe, die über ein Konzert im Berghain, bei dem ich zufällig gearbeitet habe. Und dachte, wow, was ist denn das für eine Stimme? Und irgendwie auch gar nicht gleich einen konnte, ist es ein Typ oder ist es eine Frau? Und dann diese schwarze Sängerin, total androgyn. Eine Wahnsinnskraft in der Musik. Das Video, ich habe das erste Mal gesehen und habe gedacht, sie verabschiedet sich ja irgendwie von so einem Kind und trauert der Situation hinterher. Und das Kind bewegt irgendwann die Lippen und seufzt und sie legt es in einen Pappkarton, in einen Fluss und ist total traurig. Und ich habe, das Video hat trotzdem was ganz, ganz Friedliches für mich. Dieses Seufzen von dem Kind und der Abschied ist so ein, wie so ein Einpacken in den Anfang am Ende. Ich habe so gedacht, wenn so sterben ist, wird es bestimmt nicht sein, aber dann ist das vielleicht auch ein ganz toller Moment. Ich habe David Lynch ausgewählt als letzten Clip für meinen Auftritt bei STIRRTV. Tatsächlich ist Lynch der stärkste Einfluss in meiner Erinnerung aus den 90er Jahren. Ich habe in der Zeit meine Kamera weggelegt und keine Fotos gemacht, Anfang der 90er, Mitte der 90er. Habe viel gefeiert und habe bei den ganzen David Lynch-Filmen immer gedacht, ich muss auf die andere Seite. Es gibt so eine Szene aus Twin Peaks mit dem roten Zimmer und dem schwarz-weißen Fußboden, wo sich die Realität, es ist so wie die Realität hinter der Realität. Und ich habe damals im Rausch oft gedacht, ich möchte gerne in dieses rote Zimmer hinter diesen roten Vorhang schauen, was da ist, was da sein könnte, und habe mich auf den Weg gemacht zu mir selbst und in eine neue Zeit. In der Zeit war das Fotografieren nicht wichtig. David Lynch war in der Zeit ein ganz, ganz toller Wegbegleiter. Das Video "I'm Waiting Here" zeigt ja einen Highway und ein Auto, was einfach nur in die Ferne fährt und irgendwo am Horizont irgendwann verschwindet. Das sind so Augenblicke, die ich von meinen Reisen aus den letzten Jahren kenne. Aufbruch, losfahren, nicht wissen wohin, ein Ziel haben, irgendwo anhalten und sich selbst und nur die Landschaft und die Welt führen. Und das Gefühl zu haben, das sind so eine Oh-Gott-Momente, so eine, wo man denkt, man muss auf die Knie gehen von dem, was man sieht an Landschaft, an Natur, an. Als ich dieses Video gesehen habe, konnte ich das nochmal als Emotion abrufen und hoffe, dass der eine oder andere es auch so nachvollziehen kann.